Und damit moin moin und servus meine Buben und Stuten, wir sind wieder hier in Fortnite auf der Switch und ich glaube, heute müssen wir mal wieder so ein bisschen real talken über ein paar Sachen, die hier auf der Switch, aber auch auf anderen Systemen so gar nicht klar gehen. Das kann's da wohl nicht sein, ne? Wie viele Probleme sind seit dem 14.1 Update wieder mal hereingeschallert? Ich will es nicht wissen, ich kann aber sagen, dass wir heute mindestens drei davon besprechen werden. Und zwar der Marvel Knockout Modus. Es geht um die HD-Texturen auf der Switch und es geht um den Item-Shop auf der Switch. Das kann es ja wohl nicht sein. Müssen wir uns mal wieder ein bisschen aufregen heute. Lasst gern einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Vielen Dank für Unterstützung und abonnieren Sie gerne hinein für die Kicks. Vielen Dank und zuallererst will ich mich hier bedanken bei dem, der mir heute oder gestern, ich weiß nicht genau wann, diesen Schneebesen geschenkt hat. Eine sehr, sehr ehrige Angelegenheit. Die Epic-ID ist hier oben. Schreib mir bitte, dass du mir den Emote geschenkt hast, damit ich weiß, wer du warst. Und apropos, ich habe noch ein bisschen Geschenke-Action nachzuholen von, ich glaube, von vor einer Woche. Habe ich voll vergessen zu zeigen. Und zwar habe ich einmal von diesem Bruder Say So bekommen. Diesen TikTok-Emote. Und The Scumpy wurde mir auch geschenkt. Meldet euch auch bitte, schreibt mir, dass ihr das wart und also ich will generell wissen, wer war das? Wer hat mir die geschenkt? Vielen Dank an euch, wirklich. Ein sehr, sehr ehriger Support. Es ist sehr je. Vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, das Thema müssen wir auch nochmal gesondert ansprechen. Wenn wir schon real talken, dann richtig, ne? Ich habe mich zwar einige Male schon dazu geäußert, aber wieso zum Teufel ist es so, wenn die Friendlist geladen wird, dass die Epic-ID nicht den Namen darstellt. Warum ist das so? Wieso? Wieso müssen die Geschenke erstens hereinflattern, bevor überhaupt die Friendlist geladen ist, bevor überhaupt die Namen der Spieler geladen sind, die mir eventuell dieses Geschenk gemacht haben? Das macht doch keinen Sinn. Und auf der anderen Seite, wieso? Warum werden die Namen nicht trotzdem angezeigt, wenn im Hintergrund doch eh schon die Friendlist dann aktualisiert hat? Und mir die Freunde dann auch alle in der Friendlist angezeigt werden. Nochmal ganz kurz zur Info, vielleicht habt ihr das Problem auch. Am Anfang, wenn ich Fortnite starte, ist das so, dass mir die Freunde oben links nicht angezeigt werden. Da steht, ich habe 0 Freunde. Da braucht es manchmal eine Minute oder eine halbe Minute, bis das geladen ist. Und in der Zeit können Geschenke kommen. Und es ist so nervig, dass mir die ID angezeigt wird, statt den richtigen Namen. Darf ich das mal ganz kurz nochmal hier sagen? Dankeschön. Und ich denke, ich bin auch dann damit durch. Erste Beschwerde eingereicht. Ja, bitte mal beheben. Das ist doch schon, seitdem es Geschenke gibt, gibt es dieses Problem. Warum wird das denn nicht behoben, Mann? Also ich verstehe es wirklich nicht. Also bei aller Liebe, aber ich verstehe es wirklich nicht. Wir gehen auf den Itemshop zu und sehen den heutigen Itemshop. Eddie ist alles festlich hier schmückt. Die ehrigen Superhelden sind noch da. Empfehlung natürlich hier, ja, ein sehr ehriger Shop und der Sumpfmann, ja, der ist auch sehr je. Ja. Auch wenn wir da gerade eben wieder ein kleines Problem gesehen haben, und zwar das, genau das hier, ne? Das ist auch nochmal so ein Problem, müssen wir auch nochmal kurz, also es sind mehr als drei Sachen heute, schneidet euch an. Das ist aber nicht das grundlegende Problem, was ich hier mit dem Shop habe, sondern ich habe das grundlegende Problem mit dem Shop, dass wir nicht den neuen Test-Shop auf der Switch haben. Und Real Talk, es wurde, ich zeige euch den Tweet auch mal kurz von China, wurde getweetet, dass das Itemshop-Feature momentan in der Testphase ist und nur auf PC, nur auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist, also auch zu sehen ist. Und auf der Switch gibt es das gar nicht. Wozu haben wir denn dann ein 3,5 GB Patch runtergeladen? Wahrscheinlich für die HD-Texturen, oder? Aber leider nicht für den Shop. Da waren die 100 MB dann doch noch zu viel, oder was? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir Switch-Spieler dürfen den neuen Itemshop noch nicht betrachten. Finde ich, wie gesagt, sehr schade. Ist doch irgendwo so eine Art Ausschluss. Und ich will mich ja nicht groß beschweren. Wir haben ja vor ein paar Tagen den, die große Ankündigung der Woche, was Fortnite Switch angeht, bekommen. Jetzt neben den HD-Texturen, zu denen wir auch nochmal gleich kommen. Und zwar das Switch-Bundle. Ist doch eine gute Neuigkeit für uns Switch-Spieler. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass das schon seit Juni feststeht, dass es sowas gibt. Und auf der anderen Seite haben sich auch sehr viele beschwert, sehr viele Spieler haben sich beschwert, dass dieses
ja, dieser Skin, das Wildcat Skin Bundle eben, dass dieser Skin mit den Stilen von Wildcat eben konsolengebunden ist. Du kannst den nur bekommen mit einer Konsole oder mit, ja gut, ne, ich will es jetzt nicht erwähnen, es gibt da so eine Methode im Internet, da kann man die Codes auch noch herbekommen, ob das aber eine rechtsfreie Zone ist, will ich jetzt mal nicht so anzweifeln, und wenn dann irgendwann dieser Skin weg ist, aus Gründen von, ey, der Skin ist nicht legal auf die Switch gekommen, dann will ich dafür keine Hand ins Feuer halten, so. Aber viele hätten sich gewünscht, wenn dieses Skin-Bundle von Water, wie hieß die, Wildcat, Water, von Wildcat, wenn sie halt eben ein Bonus gewesen wäre für die Nintendo Switch Online-Spielerschaft, ne? Klar, Fortnite an sich ist Switch Online kostenlos mäßig, aber trotzdem bin ich der Meinung, da hätte man sicherlich Mittel und Wege finden können. Finde schade, dass man das verspielt hat, und muss auch sagen, für mich, also das Bundle ist cool, aber das Bundle wäre auch alleine mit dem Dock und mit dem Konsolendesign schon ein Alleinstellungsmerkmal meiner Meinung nach gewesen. Und den Code oder generell den Skin hätte man für Online-Switch, für Switch-Online-Kunden nutzen können. Das ist aber nur so ein bisschen meine Meinung. Wir kommen zu den HD-Texturen. Wie ist eure Meinung aber? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und zwar, das habe ich auch gestern Abend erst dann so richtig verstanden, dass es hier auf der Switch seit 14.1, seitdem die HD-Texturen, die hochauflösenden High-Res-Texturen geedit worden sind auf der Switch, dass die nicht funktionieren. Wir gucken uns das Ganze mal an, weil das, wie gesagt, habe ich wohl irgendwie aus dem Effekt aus verpasst, diese Neuigkeit, ja. Und zwar mit dem Release von Version 14.1 habt ihr wahrscheinlich bemerkt, dass es die High-Res-Texturen-Option in den Settings gibt. Diese Option hat keinen Effekt, außer auf PS4 und Android-Geräten. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung. Was heißt Verwirrung? Für den Fehler? Oder ist das so gewollt? Also, oder sag mal, fragen wir mal andersrum. Ist es nicht gewollt, dass diese High-Res-Texturen auf der Switch sind? Ergo hat, also sind die aufgrund von einem Fehler nicht aktivierbar hier auf der Switch? Oder aus Prinzip schon nicht? Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll, so verwirrend wie das ist. Aber mal ganz kurz hier auch an die PlayStation-Brüder da draußen. Ihr seid auch nicht frei von Problemen. Ihr habt es auch wahrscheinlich schon mitbekommen. Und zwar, auf PS4 ist ein Problem entstanden, bei dem halt einfach die Texturen, wenn sie ausgeschaltet worden sind, noch schlechter aussehen, als sie schon sollten. Und das kann ja auch wohl irgendwie nicht sein, oder? Also ihr macht diese High-Res-Texturen-Einstellung, macht ihr aus auf der PS4, und die Texturen sehen noch schlechter aus, als sie sein sollten. Vielleicht sogar auf Switch-Niveau, ich weiß es nicht. Aber, ja, das ist das Ding. Und ihr könnt das Problem beheben auf der PS4, wenn ihr die anschaltet, die High-Res-Texturen, und das Spiel neu startet. Genau. Dann könnt ihr PS4-Spieler das Problem beheben. Aber was sollen wir das jetzt sagen? Ist das hier jetzt ein Fehler, dass das hier drin ist? Oder wird das noch gefixt mit den High-Res-Texturen? Das bedeutet aber auch, dass mein gestriges Video, was ich gemacht habe, also, das ist komplett überflüssig gewesen. Weil, wie ich im Video schon gesagt habe, ich hatte das Gefühl, dass es da so einen Placebo-Effekt gab. Und ich glaube, der ist wirklich eingetreten, weil ich mir vorgestellt habe, es sieht besser aus, aber es sah nicht besser aus. Und das eben aus dem Grund, weil diese Texturen auf der Switch nicht funktionieren. Ob sie noch funktionieren werden, ob es da noch irgendwie einen Fix gibt, der das behebt, dass wir Switch-Spieler auch vielleicht bessere Texturen kriegen, keine Ahnung. Ich frage mich dann aber auch wirklich, wozu dann das 3,5 GB Update? So, wenn, sie hier nicht aktivierbar sind, wozu dann das große Update auf der Switch? Dann nochmal was an die Switch-Brüder. Der Marvel Knockout-Modus ist deaktiviert, temporär, auf der Switch. Ja, und, dieser Modus wird so lange deaktiviert bleiben,
bis halt eben das Problem behoben ist. Also, Fortnite, Epic Games kümmert sich gerade um die Stabilität der Switch-Version von Marvel Knockout, des Moduses. Und wir werden uns Bescheid geben, wenn es dazu was Neues gibt. Ich denke nicht, dass es da was Neues gibt, dass da irgendein Update kam. Nee, ist auch nicht so. Also, da ist mal meine Frage an Epic Games, aber jetzt mal wirklich Real Talk. Wie lange müssen wir Switch-Spieler dann warten? Warten auf Sachen wie den Item-Shop, warten auf Sachen wie Marvel Knockout auf der Switch. Real Talk, ich habe noch kein einziges Mal den Marvel Knockout-Modus auf der Switch gespielt. Und zwar aus dem Grund, weil er halt schon so schnell deaktiviert war, wie er kam. Ja, am Donnerstag kam das Update und Donnerstag wurde der Modus, glaube ich, sogar schon deaktiviert. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch Freitag, aber es war auf jeden Fall in einem sehr schnellen Zeitrahmen. Na, wie lange müssen wir jetzt da warten als Switch-Spieler? Ich fühle mich da gerade ein bisschen benachteiligt. Und das mit den High-Res-Texturen, also das muss man mir auch nochmal kurz erklären. Was hat's damit auf sich? Was ist damit los? Werden wir Switch-Spieler, also nach dem nächsten Update, diese Funktion wieder deaktiviert bekommen? Weil so wie Epic Games das geschrieben hat, klang es ja nach einem Fehler, dass das auf der Switch ist. Weil mit dem Release von Version 14.1 haben sie möglicherweise eine neue Option High-Res Textures in den Einstellungen bemerkt. Diese Option hat keine Auswirkungen, außer auf PS4 und Android. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung. Aber wieso entschuldigt euch für die Verwirrung und nicht für den Fehler, der dringend behoben werden sollte? Zumal Epic Games ja auch gar nicht geschrieben hat, ob es und wann es auf der Nintendo Switch diese HD-Texturen geben wird, diese High-Res-Texturen. Also es klingt für mich so, als wäre das Entschuldigung, dass es die auf der Switch gibt, das wollten wir nicht so. So kommt das für mich rüber. Liege ich damit richtig oder wird das auf der Switch dann doch nochmal irgendwann behoben? Ich bin wirklich sehr verwirrt. Der Item-Shop, wie gesagt, ein komplettes Desaster auf der Switch. Ja, auch sehr schade. Der Marvel Knockout-Modus, ne, ich will den Modus machen, aber ich kann ihn nicht machen. Ich hoffe, der ist die nächsten Tage wieder drin. Aber es gibt einige, die gehen davon aus, das wird erst die nächsten Wochen passieren. Ja, moin. Wenn dann wahrscheinlich der Modus dann auch rausgeht, ne? Ich meine, das könnte für mich das erste Mal sein, dass ich in einen Modus reinschnuppern könnte, ohne das wirklich tun zu können. Oder zu wollen. Ja, ich würde ganz gerne da reinschnuppern wollen, aber ich kann nicht. Was soll das? Und dann ist der Modus in 2 Wochen weg und dann, ja, schade auch, Epic Switch-Spieler, ne? Also, ich weiß halt nicht, ne? Das ist gerade sehr komisch. Es wird zwar keine 2 Wochen dauern, bis der Modus auf der Switch wieder da ist, aber keine Ahnung, Mann, ich sag euch, wie das ist. 1, 2, 3 Tage könnten wir da schon warten. Und ich bin der Meinung, da müsste ein Update her, oder nicht? Für die Switch-Version? Oder was? Also eigentlich, nach den 3 Fehlern, die ich da, also Hauptproblemen, die ich da aufgezählt habe, müsste es die nächsten Tage auch ein Switch-Update geben. Es gab ja auch am gestrigen Tag ein Update für den PC. Also müsste auch die nächsten Tage eigentlich so ein Maintenance-Patch für die Switch drin sein, wo diese Probleme behoben werden und der Marvel Knockout-Modus funktioniert. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob diese Probleme auch ohne Update machbar sind, fixbar sind. Ich weiß es nicht. Wir müssen es hoffen, Brüder. Ja, momentan auf der Switch ist es wieder eine nicht so glorreiche Zeit. Wir haben wieder mit ein paar, ja, ich sag mal, Problemen zu kämpfen, die es auf anderen Plattformen nicht gibt. Zumindest haben wir es ja ein bisschen besser als die iPhone-User. F nochmal an die Buben natürlich. Ich hoffe, dass sich da auch bald für euch irgendwas ergibt, ne, um euch auch mal hier zu adressieren an die ganzen Apple-Spieler, die vielleicht hier zuschauen. Hoffen wir mal, dass Apple vielleicht und Epic Games einen Kompromiss finden. Ja, momentan sieht es ja danach aus, als hätte Epic Games den Zugzwang, sich Apple zu beugen. Kam jedenfalls für mich so ein bisschen rüber. Vielleicht machen sie es,
vielleicht nicht, so wie es aussieht, nein. Aber auch da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Brüder, das sind jedenfalls die jetzigen Probleme und Real Talk, ich bin wirklich sehr enttäuscht, Mann. Das ist halt schon so eine Marvel-Season und dann, wenn es um Marvel geht, kann ich Marvel nicht austesten. Und damit meine ich den Marvel-Knockout-Modus. Hätte Bock drauf gehabt. Schade. Marmelade. Ja. Wunderschön. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Thanks für Zuschauing. Sorry für langes Video. Aber ich musste mir, wie gesagt, einige Sachen von der Seele reden. Und das ist ja auch hier und da mal ganz gut. Euch danke ich, wie gesagt, sehr fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch doch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Bug Knight 64. Ja, gut. Also, ich wollte noch über das N64-Skin-Thema ausholen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in einem zukünftigen Shop-Video. Beziehungsweise auch Spind-Video. Entweder so oder so. Wir werden uns sehen. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.